Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Annette von Droste-Hülshoff. Im Herzen des Münsterlandes. Wir befinden uns in dem Herzen des Münsterlandes, in einer Gegend, die so anmutig ist, wie der gänzliche Mangel an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen dieses nur immer gestattet, und die wie eine große Oase in dem von allen Seiten nach Holland, Oldenburg, Kleve umstäubenden Sandmeer liegt. In hohem Grade friedlich hat sie doch nichts von dem Charakter der Einöde. Vielmehr mögen wenige Landschaften so voll von Grün, Nachtigallenschlag und Blumenflor angetroffen werden, und der aus minder feuchten Gegenden Einwandernde wird fast betäubt vom Geschmetter der zahllosen Singvögel, die ihre Nahrung in dem weichen Kleiboden finden. Jeder der Weidegründe enthält einen Wasserspiegel, von Schwertlilien umkränzt, an denen tausende kleiner Libellen wie bunte Stäbchen hängen, während die der größeren Art bis auf die Mitte des Weihers schnurren, wo sie in die Blätter der gelben Nymphäen wie goldene Schmucknadeln in emaillierten Schalen niederfallen. Dörfer trifft man alles Stundenweges höchstens eines, und die zerstreuten Höfe liegen so versteckt hinter Wallhecken und Bäumen, dass nur ein ferner Hahnenschrei oder ein aus seiner Laubperücke winkender Heiligenschrein sie dir andeutet, und du dich allein glaubst mit Gras und Vögeln wie am vierten Tag der Schöpfung.